ist nun meine Sperrholzplatte, die ich am Tisch befestigt habe mit ein paar Schraubzwingen. Und das ist ein Umleimer zum Aufbügeln. Der ist nur etwas breiter als die Platte selber. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich richte den hier einfach mit dem Finger aus auf die gesamte Länge. So, dann brauche ich etwas zum Beschweren. Weil wir machen das Stück für Stück. Ja, dann habe ich hier so ein kleines Bügeleisen. Das habe ich mal versucht. Es war verdreckt, habe ich falsch mit gebügelt, ist geschmolzen auf der Sohle. Ich versuche ein bisschen sauber zu machen. Haut nicht so ganz hin. Ja, also, um das nicht zu verdrecken, das ist ja ein Plastikumleimer, brauche ich so ein bisschen. Ich nehme da mal Backpapier. Lege das dazwischen und bügel den Umleimer damit auf. Ne? So, was hat man mir gesagt? Ein bisschen Druck drauf geben. Jetzt kann ich ihn noch ein bisschen zurechtrücken. Nehmen wir mal so ein bisschen, da muss ja nur der Kleber warm werden. Das ist ja ein Kleber, der auf Hitze reagiert. So. Den ersten Teil haben wir. Den drücke ich jetzt mit dem Holz an, damit der Kleber schön in die offenen Poren rein kann. Na, während er abkühlt, einmal ordentlich andrücken. Das ist das, was man so gelernt hat. So, jetzt kann ich eigentlich genau die Beschwerung rausnehmen und den Rest anbügeln. Das ist nun kein sehr langes Brett hier, aber ne, so ein bisschen was muss ich ja unternehmen, um das auf der Länge auch zu fixieren. So, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel ich da drauf kann, das sollte es aber gewesen sein. Schauen wir mal, ein bisschen austaxieren noch und auch den Rest fest andrücken. Ne? Einmal so seitlich fahren, hupsala, da haben wir vorne schon gebrochen, das ist gut. So, an der Kante ist es weg. Und hier haben wir einen Umleimer drauf. Frisch gebügelt ist halb gewonnen. So. Mal gucken. Ja, relativ gerade. Jetzt geht es noch darum, die Ecken abzunehmen. Also hier ist ja noch eine kleine Kante. Und die muss noch runter. Ich hoffe, das ist soweit alles in Ordnung hier. So. Dann noch so ein bisschen auskühlen. Und dann habe ich hier ein 120er Papier von der Maschine und einen Block, den ich mir ein bisschen zurechtgeschnitten habe. Ne, 120er Papier. Und damit nehme ich jetzt einfach die Kanten weg. So, eine ist weg. Die
zweite folgt. Umleimer ist drauf. Ich hoffe, man sieht es. Ja, das war's schon. So einfach ist das. Das mache ich jetzt bei allen Brettern. Für den Schrank, für das Schränkchen. Und dann sollte es das gewesen sein. So.